Oh, das war knapp. Der Audi auch eben vorne. Ah ja. Jetzt laufen wir wieder auf den Audi, 100 Pro. Ah, doch ein Stück. War das Cut? Gucken. Nee, da ist nichts gekommen, alles gut. Ach, 47, jetzt könnt ihr so weiterfahren. Ja. Trotz Audi vor ihnen, trotz Quersteher. Sollen wir doch diese überreden, einen Tribbleston zu fahren? Ich glaube, da reißt er dir den Kopf ab. Ich glaube auch. Ich glaub, ja, jetzt schon kein Druck mehr. Ja, seine Blase macht er nicht mit. Glaube ich. Ich glaube, so könnte er noch fahren, wenn wir nicht die 30 Kilo hätten. Also, ich sag dir, da reißt er dir den Kopf ab. Meinst du also, er ist froh, dann gleich zu hören, dass er nicht mehr fahren braucht? Gute Frage. Von mir aus sprechen wir an, also mir ist das wurscht. Naja, einen Tribbleston würde ich jetzt eigentlich auch niemandem zumuten wollen. Würde auch, glaube ich, nein sagen. Aber ich kann, ja. Vielleicht, ja, aber... Ja, nee, ich glaube nicht. Dafür hat er auch die Kiste mittlerweile gefressen hier, mit den 30 Kilo. Ja. Es ist auch ein himmelweiter Unterschied, wenn man das jetzt ein Singleplayer ohne 30 Kilo spielt. Das ist ein komplett anderes Auto. Mhm. Das Auto lenkt ein, es ist stabil, es macht keine Faxen. Es bremst, ja. Car on the right. Clear on the right. Okay, ja, der Chat ist gegen uns dann drin. Mit Trauen hat das nichts zu tun. Ich möchte nur einfach nicht dem die Last zumuten. Ja. Weil die Karre einfach scheiße fährt. Wirklich Spaß hat man da auch nicht gehabt. Ist da was dran, was Nick Nack schreibt? Er hat's gelesen. Nee, alles gut. Habe eben nur gejoked, alles gut. Also ich fahre gerne das 3 Stunden hier, das ist nicht anstrengend. Also wenn irgendeiner nicht fahren will, weil er keinen Bock auf das Auto hat, kann ich das nachvollziehen, würde das würde meinen Kopf hinhalten. Ja. Nee, darum ging es nicht. Es ging eigentlich nur um Pace mäßig. Wenn ich jetzt labern kann, während du fährst, ist das gerade in Ordnung? Ja, ja. Es ist jetzt so die Situation. Jetzt würde ein Stint noch kommen und dann die letzte 1,5 müsste halt einer fahren. Das wäre in dem Fall Sandrin, weil er unser schnellster ist. Deswegen wäre es jetzt so, entweder fahre ich jetzt den Stint jetzt nach dir oder du fährst einen Triple-Stint. Das war halt die Überlegung. Andererseits möchte ich dir jetzt auch nicht unbedingt einen Triple-Stint zumuten, aber dann wärst du im Prinzip nach dem Stint fertig. Naja, also ich glaube fürs Endresultat ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich fahre. Wie du magst. Nee. Achso, hä? Das ist nicht die Antwort. Hä? Fürs Endresultat wäre es sinnvoller, wenn ich fahre, da ich fast eine Sekunde schneller bin als du im Schnitt. Ja, dann fahr. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich hoffe, du hast jetzt nicht den zweiten Stint mit den gebrauchten Reifen jetzt im Kopf. Du bist 1,49 hochgefahren. Ja, bei hohen Temperaturen.
Die sie dann fahr weiter, aber die Temperaturen werden auf 13 Grad hoppen. Darum geht's nicht. Mir geht's darum, dass du kurz realistisch einschätzt, ob du schneller fährst als ich oder nicht. Ich kann 3 Stints fahren, darum geht's nicht. Es geht mir einfach nur darum, ob du... Dann fahr du. Eventuell helfen dir dann meine rausgefahrenen Drücke. Weil die Temperatur angeblich laut Singleplayer wird jetzt ziemlich nach unten torpen. Auch wenn hier immer noch ziemlich warm ist da gegenüber. Nee, es sind keine schlechten Vibes. Hier geht's um Entscheidungen. Entscheidungen müssen... Richtig, das ist also hier überhaupt keine irgendwie schlecht oder sowas. Was, wenn deine Blase auch okay dazu sagt? Ist deine Blase in Ordnung? Ja, das Einzige, was sagt, dass das nicht okay ist, ist das Gedächtnis, was empfindet, ist 30 Kilo etwas übertrieben. Das ist das Einzige, was das hier nicht gut findet. Genau das habe ich gesagt vorhin. Ich kann dir hier auch 7 Stunden am Stück fahren, weil es ist wirklich literally nicht anstrengend. Dieses Auto ist so hart beschnitten, dass du dir keine Mühe geben musst. Ist Wahnsinn. Ich habe noch nie mit einem Mercedes gefahren. Car on the left. Entschuldige bitte. Einfach frech. Alles gut. Nee, dich meine ich nicht. Ich meine den Dude hier. Ich meine ja, das war alles in Ordnung. Der hat ja nicht Platz gemacht. Hätte aber auch vorbei machen können. Bin noch nie Mercedes im ersten Gang aus der Kurve raus beschleunigt, ohne dass das Heck weggeflogen ist. Noch nie. Die ganze Balance des Autos ist komplett zerstört. Ich bin ja eben im Singleplayer ohne diese 30 Kilo gefahren. Bin instant eine 48er gefahren mit Map 2. Und das Auto lenkt ein und ist nicht unruhig oder gar nichts. Und es bremst, was ich hier nicht habe. Naja. Also soll ich jetzt einen dritten Sinn fahren oder nicht? Krieg ich frische Puschen? Soll ich alte Puschen? Du kriegst frische Puschen. Danach würde Sandrin fahren, der eineinhalb stintet dann die Reifen. Die letzten Reifen, genau. Genau. Und dann sind wir fertig für heute. Okay. Klingt erstmal lässig. Ja, es ist jetzt gerade so die logische Schlussfolgerung. Wir müssen jetzt nur beobachten, wo die Temperaturen hingehen. Weil jetzt bei mir war es um 19 Uhr, hatte ich jetzt 13:13 auf dem im Spiel gehabt. Wie ist es jetzt hier im Server? Ist vielleicht ein Grad plus oder mehr oder so. Andererseits hast du noch deine Drücke im Kopf, die du eben so korrigiert hast. Da kannst du ja danach ein bisschen noch einstellen und ein bisschen höher gehen. Okay. Ich weiß, dass du deine 27,7 halt korrigiert hast. Ja, die habe ich hart angepasst, ja. Chat, kann mal bitte einer gucken, was die im letzten Stint eingestellt hat? Das wäre ein super Lied im UD eventuell. Wäre echt mega. Genau, dann kann nämlich die sie... Ach ja, sorry, ich mir nicht mal... Ey, du kannst reden, mich stört das nicht. Es ist ganz angenehm, ehrlich gesagt. Ach so, okay. Du hast jetzt Sandrin gerade nicht gehört. Das wäre dann super, wenn einer von euch das rausfinden könnte. Dann kann die sie nämlich danach die Drücke dann besser einstellen. Weil er hat ja gerade bei sich da die Drücke. Das wäre auch eine Idee, Eriksson, ja. Ja, das wäre auch eine Idee. Sandrin, was hältst du davon? Können wir auch machen. Sandrin hat gesagt, können wir auch machen. So, dass du jetzt gleich so, sagen wir, 65 Liter nachtankst, Easy? Also, das ist... Na, aber dann verlieren wir die Boxenzeit. Warum? Warum? Oder?
Nee, verlieren wir doch nicht. Nee, wenn Quatsch, die hätte ich ja auch am Ende. Ja, richtig, genau. Dann. Ja, okay, nee, genau. Das macht eigentlich, das würde auch eigentlich Sinn machen, weil dann hätten wir wirklich den schnellsten auf zwei frischen Sätzen bei den kältesten Temperaturen, wo das Auto am schnellsten ist. Das können wir auch gerne machen, ja? Also ich bin damit d'accord. Also ich kann das Auto fahren, leider nicht so schnell, wie ich gerne wollen würde. Aber also bei mir ist auch alles gut. Ich bin nicht ausgelastet oder... Dann machen wir das so, dann fahre ich jetzt noch einen halben Stint mit gebrauchten Reifen. Tank jetzt nach, müsst ihr mir sagen, wie viel Sprit und Reifen. Und dann übergebe ich das Auto ans Zentrum. Ja, Pi mal Daumen, 65 Liter, das du am Ende hast. Das ist dann im Prinzip ein halber Stint. Ich und kann dann auch sonst mit. Also, was, also soll ich halbe Stunde fahren? Ja, so um und bei. Das muss ich nachher am Ende ausgehen, ne? Das müsste jetzt kurz mal gehen. Rechnen. Ansonsten hauen wir 70 Liter rein, sodass wir dann halt dann hinkommen. Du hast jetzt noch 20 Minuten. Dann ist es knapp eine halbe Stunde, ja. Das geht sich eigentlich aus, wenn du eine halbe Stunde dann fährst. Gut. Ich brauche nur mal deinen Verbrauch mit Map 1 von dir, wenn du Map 1 fahren möchtest. Oh, sehr gerne. Dann ist es mal, also ist erfrischend. Nicht immer nur Minus im Delta, sondern auch mal Plus beim gerade fahren. Wenn ich mich nicht alles irre, müsste der Verbrauch doch bei 3,88, 3,9. Nee, höher. Meiner war vorhin bei 3,88. Echt? Ja. Ich rechne mal mit 4. Rechne mal mit 4, ja. Ja, das ist dann tatsächlich die sinnigste Lösung für das gesamte Team. 70 bis 72 Liter wären das. Dass du nachtanken müsstest für die halbe Stunde. Also wieder 120. Ja. Ja, 100 dann, aber ja. Support oder Unterstützung. Was, 100 Liter? Ja, 30 Kilo. Ja, durch die 30 Kilo halt. Ach so, okay. Ich rechne alles mit 30 Kilo immer gegen in meinem Kopf gerade, damit ich nicht wahnsinnig werde. Gott, verwirrt mich doch nicht so. Also nachtanken, du brauchst 72 Liter für 4 Liter Verbrauch auf 1,48 gerechnet für 30 Minuten. 1,48 gerechnet? Da hast du aber... Ui. Ja, warte, ich kann dir auch 1,50 geben, wenn du willst. Ja, rechne mal 1,49. Bist du auch bei 72 Liter? Ändert sich nichts. Amrod, das liegt daran, dass jetzt wegen der Pitch-Strategie ein Reifensatz jetzt wir weitergehüpft sind, wo wir beziehungsweise, nee, warte mal, ich habe die Pitch-Strategie nochmal manuell um einen zurückgemacht, damit ich dann Dizzy den vierten Reifensatz gibt und bei Dizzy ist wahrscheinlich die Pitch-Strategie um zwei nach vorne gehüpft und dadurch ist jetzt ein Reifensatz weiter hinten noch ungebraucht. Man muss dann Sandrin nur bei seinem letzten Stint halt ein bisschen suchen, wo der frische ist. Bin ich schon. Der blaue Bentley, Vorsicht. Ich hab da einen Calculator auf dem Handy, also einen Rechner. Ich kann euch auch sonst mal hier SimSource linken. Da ist auch ein Fuel Calculator. Bist du jetzt 3 Runden auf Map 1 gefahren? Nee. Ja, das dauert 3 Runden, bis der komplett den Fuel dann hat. Ja, ich wollte es nur einfach nur sagen, okay. Zu reden, okay. Damit ich hier nicht wahnsinnig werde. Okay, alles gut. 39 Kilo Hackepeter rechnen. So, Chat, ich habe euch mal den Link gegeben, wo ich immer meinen Sprit rechne. Also das Tool von SimSource ist ziemlich nice. Ich bin ja schon neu draufgeschoben auf dem Server, aber das 50-Meter-Schild war ja schon wieder weggeheatet.
Amroth, ich würde sagen 30. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werde ich in etwa in 48 Minuten wieder fahren, richtig? Circa. Okay. Eigentlich ein bisschen früher, weil du hast ja 65 Minuten Stint-Time. Gut, klar, klar. 3,84. Ich denke mal so 3,86 wird es sein, schätze ich. Diese, ich warne dich dann schon mal vor, wenn du ich weiß. Nachtankst, sind die Reifen arschkalt. Ich weiß, I know. Ich habe schon ein paar Mal doppelt gestintet. Okay. Die Reifen sind, glaube ich, auch weniger das Problem. Ja, das ist das Gewicht. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass, dass die Reifen sehr kaputt sind. Ja, 3,84 Zentren ist der Verbrauch. Alles klar. Ja, 70 Liter einfach rein, nachfüllen. So, dass ich auf 70 Liter komme, ja? Also hier steht, für eine halbe Stunde brauchst du 70 Liter. Okay, also brauche ich 70 Liter. Exakt. Okay. Auf Map 2 oder Map 1? Mit 3,86 Liter habe ich jetzt gerechnet. Maga, ich kann keine Map 1 fahren mit den Reifen. Dann... Das kannst du aber komplett hier auf... Dann brauchst du 60 Liter. Ja, lauf, da gehst du halt dran. Boah, ich... Also... Okay. Komm, die 10 oder 11 Liter, 1 Liter Sicherheit. Dann kannst du Map 1 halt fahren. Ja, schon richtig. Weil du kompensierst dann ein bisschen die schlechteren Reifen. Ja. Du hast ja gesehen, wo ich dann am Ende kein Gewicht mehr im Auto habe, wo ich die Reifen gedoublet sind, habe, dass ich auch auf einmal wieder 49er rausgeballert habe. Das eigentlich von Reifen, die eigentlich tot sein hätte müssen. Slow car ahead.
Ich habe so das Gefühl, ich hole ihn nach vorne nicht drauf, oder? Nee. Ich muss auch bedenken, jetzt hast du ja auch ein bisschen Schaden, ne? Na, viel ist nicht. Viel ist nicht. Also man merkt jetzt nicht großartig was davon. Ja, ist ja auch seitlich, aber ein bisschen Topspeed-Verlust wird es wahrscheinlich sein. Ja gut, den... ich sag dazu nichts. Ich bin froh, wenn das, also wenn heute vorbei ist. Ich will mir erstmal einen schönen Kakao machen und ein bisschen Essen setzen. Was soll ich sagen? Ich konnte auch nicht mal zeigen, was ich hier für eine Pace eigentlich auf dieser Strecke habe. Weil einfach die Fahrzeugbalance einfach tot ist. Es hat mir eben die paar Runden beim Reifedrücken rausfahren einfach gezeigt. Wo ich eigentlich hätte sein sollen. Naja gut, ich sag mal so, am Ende geht's ja allen so. Also, so ist ja nicht. Das Problem ist aber, gegenüber dem Singleplayer habe ich auf einmal Vertrauen ins Auto. Hier habe ich halt kein Vertrauen und das macht mich halt... Ich auch gar nicht. Ja, und das macht mich halt sofort langsamer. Ich weiß nicht, also der kommt nicht um die Kurven rum. Beim Beschleunigen fühlt sich das auch immer sehr langsam. Aber hey. Also der Benz vor dir fährt aktuell im Schnitt 48,7, 48,8. Ja, würde ich auch gern fahren. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, weil du eben gefragt hast, wo der ist oder wie weit der halt weg ist. Geschweige, ob du aufholst. Ja gut, 48,7, 48,8 kann ich auch fahren. Also wenn jetzt nicht nur der Verkehr da ist, dann geht das auch.
Gesundheit. Nee, ich habe nur gehustet. Ist anscheinend nur die Hälfte durchgekommen. So, eine Runde habe ich noch. Papi. Oh ja, danach haben wir ein schönes Laguna Seca-Rennen heute. Das wäre geil. So zum krönenden Abschluss noch. Juhu! Das wäre spitze! Nee, mit 100 Kilo extra Gewicht. Das muss ja auch Spaß machen. Und mit 5. Theoretisch würde noch eine Runde gehen, aber das wäre ganz schön tight. Ich fahre ja so. Fahr rein, ja. Ich fahre so oder so ja gleich wieder raus. Das war auch tight? Ach, da war gar nichts tight. Ich weiß mir einmal den Ingenieur. So, dann fahren wir nochmal raus, wa? Jo, letzte halbe Stunde. Kann ich sagen, ich bin 3 Stunden gefahren heute. Ne, 2,5, Entschuldigung, am Stück. Kann ich mir wieder groß auf die Flagge schreiben. Come on, let's go. So. Ja, kannst du zu deinen Trainingsprogrammen zuschreiben? Heute ist nicht so anstrengend, aber... Ja gut, das liegt auch an der Strecke. Nee, das liegt daran, dass das Auto einfach irgendwie, weißt du, muss ich so arbeiten. Ja, aber es liegt auch an der Strecke, so eigentlich nur geradeaus fahren. Toll, da gestern war anders anstrengend. Oh, das glaube ich. Da merkst du nach einer Stunde schon, was du getan hast. So, sollen wir dich jetzt für die letzte halbe Stunde nochmal in Ruhe lassen? Nee. Oder? Nee. Okay. Also richtig kalt. Ja, die kühlen komplett aus. Das ist richtig eklig. Ich habe gar keine Bremsleistung gehabt gerade hier. Deswegen habe ich dich vorhin vorgewarnt wollen. Ja, ist ja gut. Ist doch nichts passiert jetzt. Muss mich ja nicht gleich anschreien wieder, weißt du? Wie man die Leute immer denken, dass ich anschreie. Ich schreie doch gar nicht. Doch. Nein. Doch. Das ist Teamspeak. Ach so. Ach so. Dann weiß ich ja Bescheid. Oh, shit.
Ava schreit die ganze Zeit. Das ist Ava. Nee, das ist Teamspeak, was mich so laut macht. In Discord bin ich ganz brav und leise. Also ich fahre jetzt bis 2 Stunden 5 fahre ich runter. Sehe ich das richtig? Jo. Bremsleistung, wo bist du? What the fuck? Sind die Reifen auch schon wieder schön warm. Ja, hat eben fast gar nicht gebremst. Irgendwie. So, ich gehe mal rausfahren schon mal dabei. Jo. Was machst du? Reifendruck rausfahren. Ach so, ja. Spaß. Momentan sind auf dem Server 15:16. Gucken, ob das wirklich um 19 Uhr, also in 20 Minuten, wirklich so kalt wird. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Also Central geh mal eher so von 14 oder 14:15 aus. Clear on the right. Jo. Halt einfach mal die Temperaturen im Auge. Warum bin ich letzte Runde eine 51 gefahren? Was ist da passiert? Hä? Du warst im Kiesausgang, erste Schikane. Huh. Ne, wir fahren Map 1 gerade. Ich fahre einen verkürzten Stint.
Guck mal, wie gut die Karre einfach einlenkt, ne? Ja. Was, ohne Gewicht? Ja, ja. Na, vielleicht hätte man das Setup auf diese plus 30 Kilo noch ein bisschen besser abstimmen sollen. Dann. Eventuell. Warum fahren wir erstmal Monster ohne 30 Kilo Chat fürs Ego? Oder nachher, nach dem Stream gleich noch. Nach dem Rennen. Einfach mal so schnell nochmal die PB knacken, die eigene, und dann ins Bett gehen. Da drin, wie viel Grad hast du bei dir jetzt im Singleplayer? 14. Okay. Hier auf dem Server sind auch 15, 16. Okay. Okay. Scheiß der jetzt. Jetzt wird's schwierig langsam. Die Reifen sind gut durch.
letzten 20 Minuten schauen wir auch noch. Direkt mal eine 47,8 gefahren. Jo. Voll oder was? Ja, ja. Naja, es haben ja alle damit zu kämpfen, weil so ist ja nicht. Ich denke einfach, und da bin ich mal kurz ein bisschen realistisch, wir haben halt nicht schon ein Setup gemacht, um die 30 Kilo irgendwie auszugleichen. Deswegen fährt er sich halt einfach scheiße. Gehe ich von aus. Also, ich... Was heißt scheiße? Der fährt sich halt wie ein Oma-Wagen. Träge. Genau, träge ist, glaube ich, das richtige Wort, ja. Sehr träge. Ist jetzt am Ende so, wie es ist. Können wir nicht machen. Ja. Leider haben wir noch nicht die Technologie, um Trägheitsdämpfer einzubauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, heute ist moralisch gesehen eins der schwersten Rennen irgendwie. Noch nicht mal das Nürburgring-Rennen? Nee. Also ich finde das heute schon... Das Problem ist hier, du weißt halt selber, wie schnell du fährst eigentlich. Ja. Und dann, wo du gestartet bist... Und du kannst einfach das nicht erreichen. Ja. Also, so unmöglich. Und jetzt sag mal, von. Also, unser Start war ja jetzt auch nicht so berauschend. Würde ich sagen. Gut, dafür können wir ja leider nichts. Nö, ich glaube, das ist einfach so alles in allem zusammen heute schwierig. Ohne nicht, also wir sind fünf, das ist okay. Aber so alles in allem könnte schon besser sein. Wir haben gemeinsam als Team heute Schwierigkeiten mit dem Auto. Aber wir haben extra Gewicht reingekriegt ins Auto und es fühlt sich so ein bisschen beschnitten an, das Fahrzeug. Also sehr langsam, sehr träge im Vergleich zu sonst. Aber dafür halten wir uns, glaube ich, auf 5 ganz gut. Ja. Muss man ja auch mal so sehen. Fahrerfeld ist ja nicht so schwach. Ja. Das Extragewicht ist sowas wie... nicht sowas wie, ist Balance of Performance. Und der Veranstalter hat die Autos versucht, performance-technisch identisch zu machen. Also anzugleichen. Und jetzt kriegt zum Beispiel ein Auto wie zum Beispiel der Mercedes, der Lichtgeschwindigkeit auf Geraden fährt, hat jetzt 30 Kilo extra gekriegt. Damit er nicht mehr Lichtgeschwindigkeit fährt. Das außer auf Paul Ricard, da steht er auf der langen Geraden. Das ist, by the way, Ironie. Okay. Aber es haben nahezu fast alle Autos haben extra Gewicht. Also außer die führenden. Habe ich noch 3 Minuten? Ja, 17. Gut. Ah, okay, ja gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Würdest du einfach beiseite gehen? Also... Car on the left. Clear on the left.
Wie ist das in der L-Rim? Im realen Leben kommt da auch extra Gewicht rein. Aber nicht oder ein Restriktor. Oder ein Restriktor, genau. Also es gibt, ich glaube, im Carrera Cup gibt es extra Gewichte. Hier ist Auto bremst gar nicht mehr. Im Carrera Cup gibt es, glaube ich, extra Gewicht. Ansonsten gibt es Restriktoren. Aber im Großen und Ganzen funktioniert da die Balance of Performance auch ganz anders als hier. Ja. Also man muss ja bedenken, hier von der vom Spiel selbst sind ja sowieso schon die ganzen Autos mit einer BOP versehen. Genau. Darauf sind die Autos jetzt auch ausgelegt. Jetzt kommt natürlich hier der Veranstalter und will das noch ein bisschen gerade biegen und haut dann halt was drauf. Das Problem daher ist halt 10 Kilo, okay, ist so wild, aber 30 Kilo merkst du halt und das bringt halt das Auto komplett aus der Balance und es fährt sich halt grausam. Und dann kommt noch dazu, dass sie hier ja begrenzte Reifensätze machen. Das ist also für die Teams, die hohe Kilos haben, noch schlimmer, also noch eine höhere Strafe, weil wir ja eh schon durch die 30 Kilo einen erhöhten Reifenverschleiß haben. Also ist man gleich mit diesen begrenzten Reifensätzen halt gleich doppelt bestraft. Aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Richtig. Es verändert sich die Balance des Autos extrem. Also du merkst die 30 Kilo wirklich sehr, sehr doll. Also du musst eine ganz andere Linie fahren. In der Theorie müsstest du, glaube ich, ein ganz anderes Setup bauen. Also bei dem Auto hier zum Beispiel ist es so, der lenkt fast nicht mehr ein. So, und bei uns, bei dem Auto hier ist es so, also bei Mercedes, dass der in Endurance-Rennen meistens schon am Arsch ist, weil der so viel Sprit braucht und dadurch Map 2 fahren muss. Das heißt, er fährt eh in gedrosselter Motorleistung. Und hier ist es jetzt halt so, dass du mit Map 2 fahren musst, extra Gewicht hast und durch das Extragewicht noch ein bisschen höheren Reifenverschleiß. Und dadurch ist der Wagen sehr, sehr schwer zu fahren. Also sehr schnell zu fahren ist schwer. Ja, da. Baby, jetzt stell dir mal vor, wir hätten 30 Kilo in Spa. Will ich nicht wissen, wie Eau Rouge dann zu fahren ist. Ich hoffe nicht, dass wir 30 Kilo in Spa kriegen. Nee, das sollten wir nicht. Eigentlich müsste der Aston 40 Kilo drauf kriegen. Also ich hoffe nicht. Wenn das so ist, dann würde ich, glaube ich, gerne mit dem Veranstalter mal dann sprechen. Also in der Theorie soll dazu das Gewicht in der Mitte des Autos angebracht werden. So sollte es auch sein, wenn hier jetzt im Spiel dann Zusatzgewicht ist, dass das eigentlich mittig im Auto sitzt. Genau, normalerweise sind die auf Beifahrersitz hier. Okay, ja. So langsam tut mir der Arsch weh. Ja, glaube ich dir. Du bist gleich durch, oder? Ja. Aber ich muss wirklich sagen, und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form abwerten, aber ich glaube, ich bin noch nie so entspannt 2,5 Stunden gefahren. Ja, die Karre kommt halt kaum, ne? Nee. Also wenn ich mir so überlege, was man sonst im ersten Gang machen muss und im zweiten, damit das Auto um die Kurve fährt,
Ist das schon echt? Also 30 Kilo haben auch ihre Vorteile, ne? Das ist auch ein Argument. Was denn? Dafür ist Zentren noch nie so aufgebracht in den ersten Sit gefahren. Dann war er gestern nicht dabei. Oh, gestern war auch wild, ja. Ja. Oh. Ja, aber der Start, also die Startphase war echt ein bisschen komisch. Ah, das stimmt. Ja, und deine 14 Grad kommt jetzt eigentlich ganz gut hin, wir haben jetzt 14-15. Mhm. Was hatten wir eben davor, wo ich warm fahren war? 15-17, ne? Oder so. Also 15-16, gell? Ja, genau. Das wird dann doch nochmal ganz schön sinken, ja? Ja, aber du bist doch jetzt eben 14-14 gefahren, oder? Ja, ja. Ja, sonst machst du halt nochmal 0,1 drauf. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt dein Maximum hingelegt hast. Ja, ich lasse es so, wie es ist. Ich bin eh schon einfach überlegen, wegen 30 Kilo, ob es vielleicht doch zu viel ist noch. Wird schon passen, aber. Jojo. Ich habe nur überall 0,1 runter gemacht. Ja, mit 30 Kilo ist wirklich super entspannt zu fahren, Error. Also, ich fühle mich jetzt, ich habe schon andere Rennen gehabt, da war ich weitaus erschöpfter als heute. Auch auf Monza. Also, das letzte Monza-Rennen im Comp Grinder Cup, glaube ich, das war anstrengender. Ich bin, glaube ich, auch noch nie 2,5 Stunden ohne so viel Übersteuern und Untersteuern gefahren. Was ist das mit dem Sprit? Ja, das geht sich aus. Wir haben jetzt noch 5 Runden, 10 Minuten müssen wir noch fahren, das passt. Ich würde mich doch totlachen, jetzt wenn am Ende die Bremsen versagen. Nee, warum? Na, weil das sind nur 9 Stunden, also das sind 3 nee. Stunden Luft, also. Ja, die 30 Kilo? Keine ja, Ahnung. Jetzt hör auf, ey. Nee, glaub ich aber auch nicht. Also wenn das passiert, dann schreibe ich wirklich eine Beschwerde, Junge. Also nicht eine Beschwerde, aber Feedback. Frag mal ganz freundlich nach. So, P1. Kannst du jetzt nicht schneller? Du fährst 1,50er Zeit, du fährst langsam. Ah, die fahren gerade ihren Doppels sind wahrscheinlich. Ach. Ja, fahren wir ja auch wieder, gefühlt. Ja, aber wir haben ja nur einen halben Tank. Also. Ja, die wahrscheinlich auch. Also ich bin jetzt mal ganz frech und jiete mal an bei P1. Lässt du mich vorbei oder lässt du mich nicht vorbei? Weil ich bin, glaube ich, schneller. Kann mich aber auch verschätzen, dass das nur durch den Bentley jetzt passiert. Jetzt sag mir bitte nicht, du fährst jetzt rein. Oder hat er gerade seine Outlap-Runde? Nee, er fährt nicht rein. Ja, Outlap wäre nicht 1,50 dann da drin. Ja, das ist richtig. Ist wieder 1,50 gefahren. Mann, lass mich doch bitte vorbei. Oh, jetzt wird's erstmal wild. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Ist das dieser grüne BMW, Zentren? Entweder 666 oder 667, ja. Sind beides, sind, denke ich mal, Anfänger trotzdem noch, die da drauf waren. Ja. Oh nein. Aha. Aber warum vor allem innen halt, auf der Ideallinie, warum? Fahr doch links am Rand dann. Ich ja, oder fahr einfach die lässt nur 1 und lässt nur 2 ganz normal und lass und danach vorbei. Platz, genau, ja. Ja. Aber gut. Egal. Fehlende Erfahrung, sagen wir mal. Genau.
Can I please get the fuck through? That would be amazing. Rette die Legend! Gleich Knopf kaputt. Es ist so eine komische Bob in diesem Rennen. Dieses Auto da vorne ist so unglaublich schnell. Und das dürfte nicht so sein. Und ich fahre jetzt geradeaus, because I don't give a fuck. Etwas langsamer. Hab ich schon. Ach, jetzt darf ich nicht mit rein. Maga, lass mich doch bitte einfach vorbei. Oh. Please. Das heißt, du hast nur noch 3 Runden. Ja, ist mir egal. Das ist so unsinnig. Ich häng schon seit 3 Runden hinter dem fest. Oh. Außerdem müssen wir noch die Reifendrücke machen. Ja, müssen wir auch noch machen. Gib Bescheid, wenn du kannst. Ja, ich kann nicht. Ich fahr da jetzt einfach hinterher. Okay. Vorne links 26 zu. Ja. 27 5. Ja. 26 6. Ja, stopp. 7. Stopp. Der letzte 27 5. Wieder okay, 26 2, 27 5, 26 6, 6, 27 5. Genau. Shit. So, langsam. Ja, ich weiß. Ich hab grad geträumt. Ich fahr jetzt rein zu dem Pin. Okay. Der ging auf meine Kappe, da hab ich richtig gepennt gerade. Ich war grad übel zum Gedanken. Ich hab grad an Mettige gedacht. Und so richtig schöne Mettigel mit Salzstangen. Das war ja, der ist auch nur noch 5 Sekunden hinter dir. Wer? Der Mettigel. Er heißt halt wirklich Mettigel. Ha, M-Igel. Ne, frische Reifen sind drauf. Ja, ich habe alles eingestellt, Leute. Habe ich. Ach, guck mal, da hat sich Matt Eagle direkt zu Wort gemeldet. Er hat mich gerufen. Die Geister, die mich ruften. Riefen. Ruften, Sabah! Okay. 3, 2 und dann Map 2. Bremsbalance 57,8. Mhm. Oh Gott, ich stehe jetzt erstmal auf Chat und dann bin ich kurz mal weg. Weil sonst ist hier gleich Alarm im Darm. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 und go. Gut, Chat, ich bin erstmal kurz AFK. Ich muss mal kurz weg hier. Oh, dann toll, toll. Ist dann, brauchst du ein bisschen Ruhe? Geht. Alles gut. Wird schon gehen. Ansonsten sage ich Bescheid. Ja, ich bin im Discord, also. Ja, ich mache auch mal Discord. Ich muss richtig pipi, ja. Bin gleich wieder da. So, hallo Discord. Hallo normale Stimmen. Hallo Sakrili. Wir waren gerade in der Box, Shoto. Alles gut, wir waren nur in der Box. Jetzt kann Sentren nämlich mit frischen Reifen Double Sin. Also, nächstes Sin gibt es auch im Grund noch frische Reifen. Kann jetzt dann drin richtig schön ballern, es ist schön kühl, sollte eigentlich ganz gut gehen. Bis auf den großen 30 Kilo Mad Eagle im Auto, der da irgendwo drinnen rumhüpft. Map 1 war nur für Dizzy angedacht, jetzt muss dann drin wieder Map 2 fahren, sonst kommen wir nicht den vollen Sinn durch. Also da ist alles gut. Ist also alles richtig. Genau. LP8, weil wir eben in der Box waren, deswegen alles ist gut. Wir sollten eigentlich noch rein rechnerisch boxenstoppbereinig immer noch auf P5 sein. Also so 5-6 Runden Map 1 geht, also das ist kein Problem. Say hello to my little friend. Back Beams, vielen Dank. Ich sag das erstmal einfach mal in Namen von Dizzy. Für 4 verschenkte Subs. Da geht was. Aber wenn man bedenkt, ohne 30 Kilo ist das die hohe 47er gefahren.
So, Schwesternauto ist gerade auf P3 unterwegs. Nummer 16. So, da bin ich wieder. Ja, Baby. Oh, Mann, 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 ey. So, Sender ist on fire. 48,8. Hat gerade 3 Zehntel im Delta. Das ist schön. Wir sind einer von uns dreien heute. Ja. Irgendwie. Glaube ich, gleich erstmal unter die Dusche hüpfen. Das war dann doch sehr intens. Klar, waren ja auch 2,5 Stunden Dauerfahren. Ja. Hey, Black Beams, Dankeschön für 4 Subs übrigens. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Nee, Flohmarkt, ich habe nur beim Fahren keine Cap auf, damit ich die ganzen Caps nicht immer zerschwitze. Weil mal, ich habe echt Caps, die sind ekelhaft mittlerweile. Die sind wirklich sehr eklig. Deswegen fahre ich meistens ohne. Wobei, heute hätte ich es auch anlassen können, denke ich. Hey, Boldhead, moin. 48,36, Halleluja, es geht aber ab. Der Porsche sieht aber auch gut mitgenommen aus. Ich glaube, fürs nächste Mal müssen wir wirklich mehr am Setup machen und das Auto dann auf diese Kilos auslegen. Jo. Das war echt nicht gut. Oder ist nicht gut. Oh, die habe ich nicht gemacht, Ehrenberg. Die hat Thinking, Zentren und For Sure haben die gemacht, die Delivery. Wir fahren die nur. Also... Die Jungs haben das für uns quasi gebaut. Aber die ist wirklich sehr hübsch, ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Dicey 7. Hey, Boldhead Benson, Dankeschön für 4. Also das war mental heute echt ganz schön schwer, das Rennen. Also wirklich schwerer als das Nürburgring-Rennen, was wir gefahren sind. Und das war schon richtig schwer.
Mann. Oh shit, wiegelt eine Runde für Zentren. Let's go! Drin und das Delta kaputt gemacht. Schön, dass das Schwesternauto so weit nach vorne gekommen ist. Ja, nach dem Start. Du musst ja von ganz hinten starten. Ja, der Fahrer ist auch nach vorne gekommen. Aber uns hat halt einfach der Start unfassbar fucking gekillt heute. Jo. Das hat uns so viel gekostet. Leider. Und dann konnten wir das nicht wieder rausholen. Ach, ist ärgerlich, aber hey, kann man nichts machen. Wie es ist. Genau. Es war am Start. In der ersten Kurve hat uns der zweite rausgedrückt, dass wir in dass wir in Sand gefahren sind. Und in der dritten Kurve, nee, in der zweiten Kurve hat das nochmal jemand gemacht, ein anderes Auto. Und dann haben wir in den ersten beiden Kurven schon 5 Plätze verloren. Und dann haben wir einfach dann, also in Zentren sein Stint waren 3 Unfälle in Turn 1 und jedes Mal standen die da, wo Zentren die Linie hatte. Dann haben wir da auch mal Plätze verloren und Zeit verloren. Und ich glaube, dann war bei uns generell einfach heute die Moral einfach irgendwann im Arsch. Weil wir dann das ist doch jetzt Vorsatz von denen vor uns. Der macht einmal Warnblinker und jetzt blinkt er erst. Sorry, dass ich gerade mit rein war, aber das hat mich jetzt aufgeregt, dass nach dem Flashen auf einmal ein Warnblinker kam und dann noch nicht vorbeigelassen, also. Ja, Toppery, die BOP ist durchwachsen. Wir sagen einfach mal durchwachsen. Ist sehr durchwachsen. Ja. Es ist, wie es ist. Und wir haben auch an die 30 Kilo das Setup nicht angepasst. Das Ding fährt sich wie ein Panzer. Der geht nicht in die Kurven rein und raus kommt er auch nicht. Das ist ein Stück Backstein. Ja, es fährt sich wirklich wie ein Stück Backstein irgendwie. Kriegst du nicht ordentlich durch die Kurven durch. Die Ascari-Kurve ist eine absolute Katastrophe mit dem Auto. Ja, ja. Vor allem, wenn du dann im Singleplayer Ascari fährst ohne 30 Kilo, denkst du dir so, warum komme ich da so problemlos gleich schnell durch? Genau. Und dann fährst du hier und dann denkst du so, warte mal, was? Er will dich das Auto fast umbringen, weil es da nicht durch will. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir sind ja so auch noch nie mit extra Gewicht gefahren, also mit so viel extra Gewicht. Schnellste Runde des Rennens. Wow, okay, nice. 47,9, wow. Ja, wenigstens einer, der damit zurechtkommt. Ja. Aber ey, sei ihm gegönnt, so nach der erste Sinn war eine absolute. Also wirklich, der erste Sinn war richtig wild heute. Der war sehr, sehr wild.
Ja, das Auto ist, ich glaube, also das Auto ist schon sehr langsam per se. Ich glaube, es ist am Ende, ist es aber viel Kopfsache dann irgendwann. Irgendwann ist es halt Kopfsache. Weil du halt nicht auf die Pace kommst, die du so normalerweise fährst. Ja, und jetzt kommen uns wahrscheinlich auch die kalten Temperaturen entgegen. Wahrscheinlich. Irgendwann kann man die Moral, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, irgendwann geht's nicht mehr. Da kannst du die Moral einfach nicht mehr hochlassen oder hochhalten. Weil es halt ein bisschen deprimierend ist dann. Und dadurch, dass wir, und das ist halt das, was ich jetzt mitnehme aus dem Rennen, dadurch, dass wir das Auto nicht an die 30 Kilo angepasst haben, hast du halt Probleme in Ascari oder Le Mans, nee, wie heißt die, Le Mans? Meinst du Lesmo 1, Lesmo 2? Ja, genau, Lesmo 1 und 2 fühlt sich halt wirklich sehr, sehr schwierig an mit dem Kfz. Aber ist okay. It is what it is. Wenn man es auf Monster runterbricht, dann ist das Zusatzgewicht auf dem Benz schon gerechtfertigt. Über die Höhe kann man aber streiten. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel. Also bin ich ganz ehrlich. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel, weil was halt viele Leute immer nicht bedenken, ist, dass du sowieso schon Map 2 fahren musst, weil du am Arsch bist. Das Ding frisst Reifen ohne Ende. Also 30 Kilo ist ein bisschen too much. Also das fühlt sich wirklich an, als hättest du dem die Hoden abgeschnitten. Also dann wirklich, bist du noch doppelt bestraft. Und dann bist du noch doppelt bestraft, weil du noch einen Reifensatz doppelt zinden musst. Ja gut, das ist ja jetzt so. Andere kommen damit auch klar, das ist auch okay. So schlimm ist es jetzt nicht. Also ich meine, die anderen müssen es ja auch machen, ne? Aber durch den hohen Spritverbrauch und das ständige Map 2 Gefahre kommst du halt nicht mehr ordentlich mit der Karre um den Kurs. Also Xentrin schafft das jetzt irgendwie, wie auch immer er das gerade schafft. Aber ich hatte wirklich echt Schwierigkeiten zwischendurch damit. Mir ist auch noch niemals, habe ich ja vorhin schon gesagt, mir ist noch niemals in 2,5 Stunden so wenig ein Auto ausgebrochen. Das ist echt krass. Aber wenn man Zusatzgewicht hat, sollte man das Setup extrem darauf auslegen. Da muss man dann nochmal ran. Ja, ich hatte kein Vertrauen ins Auto. Vor allem Ascari nicht. Das war mir viel zu unsicher, die Karre. Oh komm, Bruder, Lupf. Danke. Das stimmt. Also ich konnte heute keine 100% fahren, was einfach zu unsicher war. Also wenn ich mich in Auto nicht sicher fühle, dann kann ich halt auch meine Pace nicht abrufen. Naja, es ist wie es ist. Man kann es nicht mehr ändern. Richtig. Vielleicht gibt es ja noch die leise Hoffnung auf Platz 4. Ja, wenn Zentren die Pace hält, dann ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Zusatzgewicht irgendwie nicht so geil. Also ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich mit Zusatzgewicht fahre. Also in Dings war es... Naja, Suzuka sind wir auch mit Zusatzgewicht. Ja, aber gefahren. Da war es ja nicht merklich. Also da fand ich es nicht merklich. Also hier ist, ja, das schon, stimmt. Hier ist schon echt extrem. Also als wenn du ein anderes Auto fährst. Ja. Das ist richtig krass. Ist es auch. Wenn du Singleplayer gehst, 130 Kilo, das ist ein anderes Auto. Das ist echt crazy, ja. Aber dann, also für mich ist halt, was ich irgendwann mal ausprobieren möchte für mich selber, ist, wann das so reinkriegt. Also wann das so richtig greift, ab wie viel Gewicht. Weil Suzuka, wie gesagt, war jetzt nicht so doll. Ja, taktisch gesehen sind wir jetzt aktuell ziemlich weit vorne, ja. Schon mal gucken. Die Zeiten bei den anderen brechen ja auch alle komplett ein gerade.
Wäre schön, wenn jetzt die anderen Teams noch irgendwie einen Reifensatz jetzt noch doppelt stinten müssten, die vor uns sind. Ja, das kann man leider nicht ersehen in Pitfall. Das wäre schön, ja. Aber geht leider nicht. In Suzuka hatten wir, glaube ich, 10 Kilo drauf. Also nicht so viel. Aber in Suzuka hatten wir auch nicht das Problem, dass wir Reifen doppelt stinten mussten. Das kommt auch immer mit dazu, weil der Mercedes ist wirklich eine Reifenfressmaschine. Also den länger als eine Stunde mit derselben Pelle fahren lassen, ist schon... Also ich glaube, alles in allem kann man sagen, man war vielleicht nicht ausreichend vorbereitet darauf und hat das leichtsinnig gesehen, 30 Kilo. Also ich glaube, Pace kannst du schon fahren, aber dann musst du das Auto halt auch darauf anpassen. Also was mir halt instant einfällt, man hätte die Lenkübersetzung runterstellen können, um einen Klick vielleicht. Dann hättest du ihn besser durch die Kurven gekriegt. Und dann hätte die Sache schon wieder anders ausgesehen. Also dann hättest du ihn auch besser durch die Ascari und Lesmo. Fahren können. Aber so, ich glaube, allgemein gesehen ist das Schwierigste gerade Map 2 zu fahren mit den extra Kilos. Das glaube ich mit das Schwerste. Wobei alle eigentlich, also ich sag mal so, die Pace war jetzt nicht so langsam im Vergleich zu den anderen. Also ich glaube, so sehr kann man sich gar nicht beschweren. Das Ding ist halt, wir sind nicht großartig viel schneller in den ersten 6. Also jetzt gerade geht's, aber allgemein, so übers Rennen gesehen, deswegen können wir halt nicht aufschließen. Und mit dem ersten Stint haben wir schon so viel Platz verloren. Naja, man kann sich das jetzt alles schön reden oder schlecht reden. Am Ende ist es so, wie es ist. Und dann nächstes Mal muss man es besser machen. Also P5 war jetzt drin in der Box. Die sind jetzt wieder raus. Streichholz hinter uns, oder wie? Nee, P5. Also laut Pitbull. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin... Naja, wir sind jetzt gerade auf P5. Die 28 ist 10 Sekunden hinter uns. Okay. Ja, dann hat Pitbull noch nicht aktualisiert. Den Pitbull hinterher. Ja, habe ich gerade gesehen, Leute. Pitbull hat das leider noch nicht aktualisiert. Jetzt hat es aktualisiert. Zwei kommt schon wieder angeflogen. Also die Jungs im Fefe sind ganz schönes Rennen geballert heute. Die zwei. Oh ja. Vor allem, die sind ja einmal abgeflogen. Ja, das auch noch. Also die haben ganz schön reingerackert, die Jungs. Ja, Respekt. Boah, Essen einfach uneinholbar, ganz vergessen. Ja. Kannst du so klicken. Obwohl der Ferrari so noch 21 Sekunden hinter denen. Also wenn der Essen vorne einen Fehler macht. Also so ganz ist der Sieg da vorne noch nicht ausgefechtet, finde ich. Von dem Ferrari wird das... Ich weiß nicht, wie sehr der Ferrari von den 30 Kilo jetzt betroffen ist. Keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht einschätzen, wie sehr... Also ich bin nämlich mit 30 Kilo noch nicht gefahren. Ob das da besser oder angenehmer ist als mit dem Dings. Also die extra Kilos kann ich mir schon vorstellen, sind ganz gut auf dem Fefe eigentlich. Ja. Ja, muss man mal die Jungs fragen.
Xandrin fährt jetzt 2x 65 Minuten. Also wir haben das jetzt so alles getimed, dass Xandrin 2x eine Stunde mit frischen Reifen durchballern kann. Also wir haben kein Splash and Dash mehr, nix. Wir fahren jetzt so, fahren wir durch. Ich glaube, das war auch die weiseste Entscheidung, die wir getroffen haben. Yep. Weil jetzt was nämlich... drin? Man sieht es ja auch, wie er ballern kann. Genau. Und zwei frische Reifensätze. Zentrum kann jetzt halt richtig Gas geben. Also der wird jetzt eine Menge zufahren können in anderthalb Stunden. Wie weit es reicht, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Das sehen wir, wenn die Zielflagge geschwenkt wird. Also ich sag's so, wie es ist. Alles, was Top 10 ist, ist eine sehr gute Leistung für die... in Anführungsstrichen miserable Vorbereitung mit plus 30 Kilo. Hey, das sah ein bisschen gefährlich aus. Ja. Hat sich da auch ein bisschen eingehakt, der Reifen. Die 1 war in der Box. Hey Scott, was geht? Das ist so bescheuert, Alter. Oh, du siehst auf der Geraden keine Schnitte, ey, die Leute. Ja. Das ist einfach so. Hey, Sammeltiger, moin. Holen wir auf? Ja. Du fährst gerade die schnellste Pace. Okay. Aber ich muss dich, glaube ich, gleich noch mal ganz kurz für 5 Minuten alleine lassen. Ich würde gerne duschen, weil jetzt habe ich den Luxus. jetzt hast du den Luxus, ja, richtig. Ich suche mir jetzt mal ein altes Video von mir raus und ich will wissen, was der Benz, der alte Benz, vor dem Nerf an der Höchstgeschwindigkeit gefahren ist. Und ein fucking Monster-Rennen habe ich doch hier definitiv mit dem Benz hier noch drin. Das kann gut sein, Kyle, ja. Wie gesagt, also der ganze Frust um die 30 Kilo und Bob und was auch immer und so unangenehm es ist, kann man schon sagen, die Vorbereitung war nicht ausreichend, das Setup war nicht auf die 30 Kilo ausgelegt und fertig ist. Ganz einfach. Also ich für meinen Teil, wenn ich für mich jetzt spreche, nicht fürs Team, habe die 30 Kilo echt unterschätzt. Weil im Training war es okay-ish so, also da war die Pace okay-ish. Man hätte es trotzdem angenehmer gestalten können. Also besser in Kurven rein und raus. Wie gesagt, das fährt sich wie ein Ziegelstein, das Ding. Der lenkt gar nicht ein. Also hier in Lesmo 1-2, da kannst du... Ach ja, vor den Nerf vom Benz habe ich hier mit Map 1 3,5 Liter laut Dings und mal gucken, was die Höchstgeschwindigkeit ist. Hä, wie? Ach, hast du ein Video, oder was? Ja, ich habe ja, ich hab ja mit ACC-Videos angefangen, wo ACC noch in Early Access war. Ja, okay. Aber das waren jetzt zwar mal... Gibt's doch bestimmt Qualifying. Aber ich weiß noch nicht, das Video ist von 19.11.19. Ich weiß nicht, ob da schon der Nerf traurig war oder nicht. Ich weiß nicht, da bin ich kein Mercedes gefahren. Ich bin ja früher nur Mercedes gefahren. Langsam geht der Mercedes mir ein bisschen auf den Sack in Endurance-Rennen. Also Sprintrennen so. Schön, aber Endurance-Rennen habe ich echt keinen Bock mehr auf die Schüssel, Alter. Also 2,73 hatte ich aber heute auch schon drauf gehabt. Okay, noch ein älteres Video suchen.
so viel älter gibt's gar nicht, was für ein Monster. Ja, also Xentren fährt jetzt 272. Ja, das ist genauso schnell. Jo, ist das dann? Der ist schneller, ja. Der Fefe, also ich glaube so vom Urin her, da ich ja viel fahre, ich glaube, dem Fefe bekommen die 30 Kilo gar nicht mal so schlecht. Weil so ist er halt, hat er mittig mehr Gewicht. Und dementsprechend, natürlich beschleunigt er ein bisschen langsamer und hat ein bisschen mehr Verbrauch, aber er liegt, glaube ich, ein bisschen stabiler. Aber am Ende des Tages so ist es so, wie es ist. Wir haben einfach am Setup nichts gemacht. Das Kacke, das ist jetzt die Rache dafür und fertig ist. Müssen wir halt so gut machen, wie es geht. Und fertig ist. Nächstes Mal müssen wir es besser machen. Weil okay, ich habe gerade ein... Ja? Ach, sorry. Ich habe gerade ein Early Access Video gefunden von mir, wo ich mit einem Jaguar draufgefahren ist, weil da kam gerade der Jaguar raus, ein Monster. Ja. 2,76 auf der Geraden. Auf Startziel. Mit einem Shake. Gott, meine FOV, FUV oder FOV ist ja mal mega eklig gewesen damals. Wir fahren mit Fefe 273. Jo. Dann fahrt ihr ungefähr so wie wir, aber ihr könnt dadurch besser beschleunigen. Das Problem ist halt dann bei Mercedes, wenn du Map 2 fährst, hat er kaum noch Beschleunigung und damit nimmst du ihm halt eigentlich das, was er kann und worin er gut ist. Also vom Topspeed her ist er auch nicht viel krasser als andere, aber der kommt halt nicht so schnell dahin mit Map 2 und dann noch 30 Kilo oben drauf. Deswegen sage ich ja, die Bob per se ist ja fein und ist auch in Ordnung, weil der ist schon sehr, sehr schnell im Qualifying. Ne? Der ist schon sehr, sehr schnell im Qualifying. Nur ist das überhaupt kein potentes Endurance-Rennauto mehr. Also ganz, ganz viele Strecken hat er einfach so einen exorbitant verfickten hohen Verbrauch, dass du halt ständig Map 2 fahren musst und damit ist das Auto im Vergleich zu anderen, also selbst das Map 3 vom Ferrari ist schneller als Map 2 von Mercedes. Du siehst das auch immer ganz klar, wenn du mal eine Runde mit Map 1 fährst und du fährst die gerade hoch, da siehst du sofort im Delta unfassbar viel Zeit, weil, also natürlich nochmal, was auch Kai geschrieben hat, dass du das Setup ein bisschen anpasst von der also wahrscheinlich vom Differential, dass das halt schneller drückt und schneller ringeht. Aber du siehst halt, wie gesagt, wenn du hier Map 1 reinmachst und zum Beispiel Kurve 1 fährst und du kommst aus der Schikane raus, hast du meistens schon 200stel im Delta. Weil das Ding halt einfach dann schiebt. Jetzt schiebt er aber nicht. Jetzt, ich sage ja, der fährt sich wie ein kastrierter Ziegelstein gerade. Und deswegen, also für mich persönlich und das ist aber auch nur meine bescheidene Ansicht dazu, sind 30 Kilo einfach viel zu fucking viel auf dem Mercedes. Weil ich denke, die meisten schauen leider nur nach den Qualifying-Zeiten, aber denken halt immer nicht daran, dass der Wagen im Endurance-Rennen sich selber schon kastriert, weil er Map 2 fährt. Aber wie, auch, also auch da, um abschließend nochmal den letzten Satz dazu zu sagen, es bedarf halt mehr Vorbereitung mit 30 Kilo. Das, also ich wusste es nicht, sonst hätte ich persönlich mehr dafür gemacht. Ich habe die 30 Kilo unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass die so viel, dass sie wirklich das Auto komplett ändern. Das muss man dann halt nächstes Mal besser machen. Also auch wenn man viel, also wenn man sehr frustriert ist, weil wir wirklich weiter vorne fahren könnten, würde ich sagen. Glaube ich auch von der Pace her. Aber am Ende ist es so, wie es ist. Kann man nichts machen. Man muss halt seine Erfahrungen dazu sammeln. Oh, der Mercedes lässt gerade richtig abreißen vorne. Der fährt, glaube ich, auf alte Schlappen. Vorne? Der ist hinter uns. Oh,
Conan hat er wieder nicht aktualisiert. Im Pit Wall, sorry. Er ist 10 Sekunden hinter uns. Ja, hab ich gerade gesehen. Nee, leider nicht das TV. Man kann nur mit, auf dem Server Zusatzgewichte reinzimmern. Ja, die Lenkung ein Klick runter, das Diff vielleicht noch ein Klick weniger und dann könnte das schon gehen. Weil wie gesagt, Lesmo 1, 2 und Ascari ist sehr, sehr schwer zu fahren. Da müsste man dann ein bisschen rumfiddeln dann nächstes Mal. Ich glaube, Temperatur ist erstmal so egal, Stuhlsen. Es geht nur um das Handling. Also wirklich, wenn ihr das mal ausprobieren solltet, sagen wir mal, ihr seid Benzfahrer oder so, packt da mal 30 Kilo rein und dann fahrt mal mit dem Setup, was ihr vorher hattet und dann, da wirst du sehen, oh, hier ist ja alles anders. Also im Training, wie gesagt, ging's. Da war es einigermaßen okay. Aber Rennen ist ja nicht immer gleich Training. Ne? Wieder was gelernt. Nach 1000 Stunden. Jetzt der Fefe vorne. Die haben mich ganz schön stark angerissen heute, der Fefe. Die sind gut wieder durchgekommen. Jo. So. Aber kannst du kurz das hier übernehmen, dann gehe ich fix mich ja, klar. Machen. Ich kümmere mich um den Chat. Chat, ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur fix duschen, weil ich möchte nicht riechen. Bis gleich. Bis gleich. So, ich merke aber auch irgendwie, ich werde müde. Irgendwie so gerade richtig krass müde und ich weiß nicht wieso. Wir haben doch erst 20 vor 8. Warum bin ich so müde? Okay, mein Schlafrhythmus. Der kickt gerade rein. Moin, Fanguin. Skareb, nicht weil ich alt werde, sondern es eher wirklich wegen meinem Schlafrhythmus. Ich bin Freitag noch um 4 Uhr morgens aufgestanden. Das ist eher bei mir Schlafrhythmus. Ich bin auch heute Morgen auch schon vor 8 wach geworden. Ohne Wecker. Ja, Pinguin, eigentlich kann man sagen, gut, aber es ist halt schwierig. Wir haben es eben schon durchgekaut durch die 30 Kilo Zusatzgewicht. Für den Benz ist der Benz derzeit ein komplett anderes Auto zu fahren. Ja, Frühschichtler nicht. Ich fange momentan eigentlich so in der Regel um 5:30 auf Arbeit an, aber auch ganz freiwillig. Und Freitag habe ich halt mal um 5 halt angefangen. Und mache ich einerseits wegen Verkehr, dass ich halt die Waschauer hier in Hamburg nicht mitnehmen muss. Das ist halt ganz angenehm. Somit komme ich auch früher nach Hause und habe dann auch nicht die Waschauer halt nach Hause rein. Und da ich schon seit meiner Ausbildung halt schon immer um 4:30 aufstehen musste, habe ich das dann halt dann immer auch beibehalten, auch wenn ich damals mit Bus und Bahn gefahren bin und dann halt dann irgendwann auf Motorrad, dann auf Auto umgestiegen bin. Ja, dann habe ich das so beibehalten und konnte dann halt immer um 6 halt auf Arbeit anfangen. Und jetzt durch ein paar zusätzliche Corona-Regeln haben wir jetzt unsere Gleitzeit, wurde dann statt von 6 bis 20 Uhr von 5 bis 23 Uhr erweitert. Und dadurch habe ich dann früher angefangen, kommst du eher nach Hause. Hast aber natürlich den Nachteil, dass du dann irgendwann abends sehr früh, sehr schnell müde bist. Ja, Nils, und ich habe das Glück, dass ich nur in den Norden, also eigentlich so Norden der Stadt muss und nicht mitten durch die Stadt.
Oh, Skyrim. Oha. Oha. Uff. Oh, Pinguin, was gab's denn Leckeres? Klar darf man fragen, ich arbeite als Servicetechniker für Laborgeräte im Innendienst. Mal ein bisschen Außendienst ist mal dabei, aber halt wirklich extrem selten. Und vor allem letztes Jahr und dieses Jahr durch Corona ist das eher mehr flach gefallen. Nee, also ich repariere, warte und gebe ein bisschen telefonischen, technischen Support. Halt sowas wie für Zentrifugen, Photometrie, PCR-Maschinen. Also, ich hasse die Leute. Cycler. Dann noch so Automation und so ein Kram. Und momentan, ich hatte auch irgendwie Nacht, ich habe eine Maschine momentan gestern halt bei mir und bin da immer noch auf Fehlersuche. Und weil, bin dann. Hätte ich wieder nicht aufgepasst, wäre mir jetzt weg gewesen. Jo, hast du sehr gut gemacht. Das ist sehr speziell, der BMW. Bin da halt an der Fehlersuche, vor allem so ganz merkwürdig. Du kannst halt. Normalerweise würdest du das Gerät mit dem PC verbinden und dann würdest du irgendeinen scheiß Error-Code bekommen. Das Problem ist, dass die Initialisierung der Hauptleiterplatte nicht stattfindet und man sich noch nicht mal verbinden kann. Ich habe jetzt rausgefunden, dass in einer Reihe halt was mit Flachbandkabel ist. Der Bentley vor uns auch wieder. Verschiedenste Leiterplatten in Reihe geschaltet sind, die als Fehlerursache da sind. Also kann ich jetzt nur noch wild umhertauschen. Und einen Entwickler hätte ich gerne gleich links rechts gegeben, weil nämlich in dieser neuen Variante eine Platine so scheiße auszubauen ist, dass ich schon geflucht habe. Naja. Die so, Zewige, Chat lesen. Die Zewige. Ah ja, ja. Dieses Klopfen. Ach so, das Klopfen höre ich ja gar nicht. Nee, ich bin ja hier im Norden. Also Ludwigshafen. Nee. Also wenn war ich nur bei ein paar vereinzelten Firmen derzeit. Gewesen, also bei der BASF nicht. Ah, ich hab's überlesen. Danke, Pinguin. Okay, Grünkohl ist ja so gar nicht meins. Ich weiß nicht, ich hab's probiert und es ist einfach nicht meins. Ich werd mit Grünkohl nicht warm. Ja, sorry. Ich werd wirklich mit Grünkohl nicht warm. Auch wenn es dann klassisch ist mit so einer, was ist das, eine Kochwurst oder sowas? Ja. Okay, es gibt zwei Lager. Die, die Grünkohl mögen und die, die Grünkohl komplett verabscheuen. Sehr geil, danke. Bei Rosenkohl gehe ich mit. Ja, Rosenkohl ist auch... Also man kann ja wohl sagen, es gibt Leute, die Grünkohl essen, essen wohl auch Rosenkohl und die Leute, die keinen Rosenkohl essen, essen auch keinen Grünkohl. Interessant. Rennen lief. Okay, gut. Start war durchwachsen. Wir mühen uns ab mit dem Extragewicht, aber sonst, ja, P4, wir sind vom Pol gestartet übrigens.
Ja, aber ja, Top 5 ist super. Andererseits finde ich, Brokkoli finde ich dafür toll. Ein more Trink. Ein Trink, natürlich. Okay, gut, Zotter, dann ist meine Theorie hinfällig. Verdammt. Hamburg. Ich wohne im Osten von der Stadt. Also, Stadtgrenze ist so nur ein paar Kilometer entfernt. Also, ich bin noch im S-Bahn-Netz da drin. So viel da. Bibi, wir haben uns gerade jetzt über Grünkohl und Rosenkohl unterhalten. Beides geil. Okay, ich gehöre der anderen Fraktion an. Beides geil, einfach beides affengeil. Rotkohl, Grünkohl, Rosenkohl. Bei Rotkraut bin ich voll dabei. Brokkolikohl. Brokkolikohl? Ja, Brokkoli, Mann. Ja, Brokkoli ist cool. Oh, die Dusche tat sehr gut. Die war sehr wichtig. Oh, den ganzen Schmuddelkram einfach mal abgewaschen. Twitchus Primus Kohl ist auch geil, Chat. Pardus Geldus Kohl. Zentren fährt zu Ende, ja. Yes. Kilo leichter geworden. Das ganze Meckern war eigentlich. Man hätte das heute nicht so kommunizieren müssen. Man hätte früher auf den Trichter kommen können, dass man sich hätte besser vorbereiten sollen. Ja, hätte, jetzt können wir es nicht ändern. Hätte, Fahrradkette, so sieht's aus. Genau. Vielleicht komme ich ja noch auf den Geschmack von Grünkohl. Man sagt ja immer so, alle 7 Jahre verändert sich ja der Geschmack oder so. Vielleicht kommt man da ja noch irgendwie hin, wer weiß. Erzähl ich dir nachher, Michel. Ich will das jetzt nicht schon wieder aufmachen. Oder einer aus dem Chat schreibt's hier. Ich hatte doch noch gefragt, ob es noch weiter nach vorne geht. Ja, ich weiß. Aber ich wollte darauf nicht antworten. Natürlich geht es noch weiter nach vorne. Oha, Pinguin, oha. Nee, gedreht hat sich keiner bei uns. Bis jetzt. Gedreht hat sich keiner heute, Michel. Ich habe jetzt Angst um mein Leben, Pinguin. Ich habe Angst um mein Leben. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidi. Ach so. Nee, gedreht haben wir uns noch nicht, Michel, heute. Wir kommen eigentlich ganz gut klar. Nur haben wir uns alle mit den Extra-Kilos etwas verschätzt heute und haben das Auto leider nicht darauf angepasst. Jetzt kriegen wir halt so ein bisschen die Quittung dafür. Aber das wussten wir alle leider nicht so gut.
Könnt ihr mir langsam die Drücke mal durchgeben, die ich aufgeschrieben hatte? Sehr gerne. Sagst du wann? Auf der nächsten Geraden? Jupp. Jetzt kannst du. 26,2. Ja. 27,5. Ja. 26,6. Ja. 27,5. Danke dir. Gerne. Schön Community-Treffen mit Grünkohl essen. Da sehe ich uns. Also wenn ich mich dazu gesellen darf, aber dann mit einem schönen, leckeren Kalbschnitzel. Nee, Aston Martin für Michel. Hey, es gibt ein richtig geiles Restaurant an der Schweicherstadt, wo ich das beste Schnitzel ever bisher gegessen habe. Okay, kostet auch 26 Euro, aber übelst lecker. Habt ihr wenigstens einen schönen Tag gehabt heute, Michel? Zusammen? How? What the fuck? Ja, die Bob, Michel. Warte, ich drück mal kurz Tab. Alles außer Essen hat Kilos. Also Fefe 30 Kilo, Honda 14, Mercedes 30 Kilo, McLaren 18 Kilo, Bentley 28 Kilo, Nissan 14 Kilo, Porsche 10 Kilo, Audi 14 Kilo, Lexus 18 Kilo. Also der Essen hat einfach nix. Alle anderen haben Kilos. Ach, wegen mir machen wir das. Warte mal, ich suche mal kurz das Restaurant. Ich weiß ja ungefähr, wo das lag. Ich hoffe, es gibt es noch. Restaurant Schopenhauer. Schopenhauer? Ja, da habe ich ein übelst. Das, was war denn das? Das muss 2019 noch gewesen sein. Da habe ich halt so ein übelst geiles Schnitzel gegessen. Wir haben jetzt ein Essen, zwei Essen in der Top 10. Also fast alles. Also der Großteil 1, 2, 3, 4, 5 Essens in den Top 10. Das ganze Mittelfeld besteht aus Aston Martin. Guten Hunger, Michel. Guten. Lunatic macht das. Da sind wir auch mit der Firma halt hingegangen. Und das Essen, also auch die Leute, die dort Grünkohl gegessen haben, dort gibt es übrigens auch Grünkohl, waren alle begeistert. Wie gesagt, ich habe ja schon viele gute Schnitzel gegessen, aber das hat alles getoppt. Schön lecker Bratkartoffeln dazu, Preiselbeeren. Ey, wir sind die Einzigen, die kein Splash and Dash mehr machen müssen. Ja, weil wir unseres ja schon hinter uns hatten. Das ist aber gut. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht haben wir uns taktisch ihr auch nicht. Ihr seid Nummer 6, 16. Ihr seid jetzt 16 Runden draußen in dem Stint. Also laut Pitwall. Das heißt, ihr müsstet theoretisch nochmal rein. Poppery. Ah, ihr kürzt quasi ab, okay, alles klar. Ja, die anderen müssen alle jetzt nachher nochmal rein. Ja, mal gucken, wie sich das ausgeht dann. Bei mir gab es heute das erste Mal einen Steak von Don Carne. Jetzt weiß ich auch, wie Stay und Dizzy gegangen ist mit dem Fleisch. Ja, jetzt willst du aber auch echt nichts anderes mehr essen. Hat mir geholfen, weniger zu essen davon. Viel weniger.
Michel? Xentren, meinst du? Xentren fährt jetzt gleich rein. Xentren fährt jetzt noch so 4-5 Runden und dann fährt Xentren rein. Heute gab es gar keinen Kuchen-Panguin. Bis jetzt, also heute, bis dato, bis hierher gab es nur Haferflocken. Mehr gab es noch nicht heute. Oh, das ist ja ein bisschen mau. Ja, ist okay. Ist Winter da. Da gibt es nicht so viel zu essen. So, ich habe es gar nicht gemerkt. Haben wir jetzt die Reifendrücke mit ihm gemacht? Ja, habe ich schon gemacht mit ihm. Ah ja, sehr schön. Oh, ich habe so ein neues Winterduschbad, ne? Mit Kakao. Das ist echt gut. Ich rieche quasi nach Schoki. Ach Gott, pass auf, dass du dich nicht selbst auffrisst. Ist eigentlich für Frauen, aber war mir egal. Habe ich mir trotzdem erstmal gegönnt. Ah, ich weiß schon mal. Ja. Damit ich die Frauen dich verspachteln. Oh. Ich wüsste nicht, wann das noch passieren soll. Was ist eigentlich nächste Woche für eine Strecke auf Paul Ricard? Bei LFM. In der Rookie. Donning. Das ist doch kein... Das ist kein One-Pack, das ist doch das Fass. Xentren fährt den letzten Stint. Ja, Weber hat frische Reifen drauf gerade. Weber ist genauso schnell gerade gefahren wie Xentren, aber wirklich auf die Tausendstel. Ja. Alton. Oh. Alton muss ich, glaube ich, noch mal üben. Bin ich noch nie gefahren. Vielleicht machen wir auch einfach mal eine Woche weniger Racing. Einfach mal, um runterzukommen. Ist vielleicht auch gar nicht so eine doofe Idee. Weil wir fahren am Wochenende, fahren wir kein Rennen. Also ich nicht. Bisschen Racing-Detox mal machen. Na, wir wissen alle, dass das nicht passiert, Chad. Wir wissen alle, dass das nicht passiert. Wir wissen alle, dass das nicht passiert, Chad. Das nehme ich mir schon seit Monaten vor, mal ein bisschen weniger zu fahren. It's not gonna happen. Essen war jetzt auch in der Box. Schon mit dem Nebel vom Duschbad. Nee. Schade, dass wir nochmal rein müssen. ETS können wir wirklich mal fahren die Woche wieder. Xentren fährt den letzten Stint.
Bröckelhusten war schon lange nicht mehr da, Kursheber. Also kein Breakfast. Der Boxenstopps gerade, Bolt. Die ganzen Boxenstopps laufen gerade. Das ist auch gut, dass sie Zeit verbrauchen. Ist gut für uns. Jo, vielleicht passieren ja auch gewisse Dinge. Das kann gut sein, dass da Dinge passieren. Okay, Sandrin wird sich aufregen. Nee, ist gut. Der ist gerade voll im Fokus. Der will weiter ran. Der will noch weiter vor. Ah ja. Ja, der Essen wird jetzt durchfahren, der ist ja eben aus der Box rausgekommen. Ja, ja. Aber der Weber muss auch nochmal in die Box. Der muss auf jeden Fall noch in die Box. Der Fefe geht jetzt auch noch rein gleich und der Honda geht auch rein. Dann, das könnte theoretisch Sandrin eigentlich locker einstellen, weil das hat er nämlich schon mal in Delta gehabt. Er hat schon mal zwei Zehntel in Delta gehabt. Unfassbar stark, Maga. Sehr schön gemacht. Danke. Oh. Also wenn du das Ding nochmal so abreißt, dann geht's nach vorne. Also zur Info, die schnellste Rennrunde ist gerade eine 47.935. Das schaffst du locker. Ich probier's. Ja, du hattest zwischenzeitlich schon mal zwei Zehntel drin gehabt. Wäre da nicht dieser McLaren nicht gewesen. Aber egal, machst du super. Weiter so. Jo, danke. Hast du komplett vollgetankt? Ja. Hm. Ja, egal. Ist, ja. Nee, ist gut. Kannst du Map 1 fahren nachher. Kannst du richtig anjacken dann. Also du kannst dich jetzt austoben. Ich fahre zwei Runden zum Einwärmen in Map 2 und dann schalte ich mal hoch. Ja. Aber komplett kannst du nicht durchfahren. Nee, das ist mir klar. So, dann toi toi toi. Die Zeit kommt von der McLaren. Ich dachte jetzt von deinen Teams dann. Vom Ferrari. Nee. Obwohl mit Map 1 vielleicht. Schwesternauto auch beim letzten Stopp. Nice. Aber krass, dass die ersten 5 alle noch so nah beieinander sind. Ja. Thank you.
der Akku von meiner Uhr ist halt wirklich schon so im Eimer mittlerweile. Der hält fast gar nicht mehr. Ja. Ne, ist noch nicht bereinigt, Vikos. Vor uns muss jetzt noch, der Mercedes muss noch rein. Und ich glaube, der Honda ist auch drin gewesen. Und der McLaren und der Aston müssen auch noch mal rein. 1,47,8 vom McLaren gerade. Die beste Rundenzeit. Die GMA ist auch noch mal richtig Gas. Ja, ja, ist kalt. Ja. Und McLaren. Das sieht so witzig aus, wie viele Essens in den Top 10 sind, Alter. Sieht halt aus wie so ein typisches Sparrennen irgendwie. Mhm. Jetzt kommt Map 1. Ja. Doch, ich glaube, das Delta passt, aber die Prediction passt nicht. Also das Delta passt, die Prediction nicht. Richtig, Delta passt. Ich habe noch nicht mehr eine Prediction, da ist bei mir nur noch Striche. Von daher kommt jetzt gleich eine 48,1. Ja, 48,1. Das wird noch mehr, warte mal. Leichter Quersteher. Ja. Und ihr müsst jetzt dran denken, er fährt mit 120 Kilo, mit 120 Liter und 30 Kilo oben drauf. Sandrin ist ein Tier. So, das kannst du aber nicht immer fahren. Deswegen ist die Bob halt. Oh, Lexus, mach dich weg. Nee, Windschatten und dann vorbeilassen. Ach Mann. Schade. Fuck. Ja.
Die 5 steht an der Box. Jo, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Das wäre es aber sowas von gewesen, die Purple Lab. Aber jetzt kommt die nächste. Zentren will rein. Ja. Twitch Prime ist. Go for it, go for it! Zieh das Ding. Zieh, Junge! Meine Purple! Boah, Brudi, die ist aber. Ich glaube, da kommt. Nee. Ich glaube, da kommt jetzt erstmal dann nichts mehr. Das Ding ist fast voll. Boom! War ja so viel Spaß, wie das macht, ne? Aber ich glaube, du musst jetzt zwischenzeitlich mal wieder mit dabei. Ja, ich hab jetzt her. So, jetzt kommt wieder der langweilige Teil wieder. Ja, es kommt wieder. Map 2 Ödnis. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Sprit noch drin ist. Aber wird noch genug sein. Jo. Alles gut. Ein, zwei Runden zum Spielen hat man immer. Halt einfach mal eine scheiß halbe Sekunde langsamer. Nice. Cool. Hey GG, moin. Ich liebe Menschen, die sowas einfach ignorieren. Ich liebe sie einfach. Ich liebe sie. So sehr. Ein Millimeter, wirklich? Ein Millimeter. Wenn irgendwie 10 Euro abgezogen, wenn er nicht vom Gas geht auf den Geraden oder so? Ich weiß es nicht. Ein Millimeter das Gaspedal anheben und alles ist cool. Du hast den Stress nach der Kurve nicht. Nix.
Einfach ein Millimeter anheben. Weil er hätte sich eigentlich schön außen an der Kurve entlangfahren können. Wir wären innen vorbeigegangen, wäre alles schön gewesen. Also die Grande Kurve. Naja, man muss ja mal, vielleicht sind die Leute ja auch nur Anfänger. Ja, das kann auch sein. Ich glaube, das ist normal. Als Anfänger weiß man sowas nicht so genau, denke ich. Ja, das ist richtig, dass jeder die blauen Flaggen erkennt. Aber was vielen Leuten fehlt, ist das Einschätzen, wie viel schneller ein anderer ist. Weil nur weil du auf einer Geraden bist und auf der Geraden schneller bist, heißt das nicht, dass du in den Kurven schneller bist. Und das können Menschen nicht einschätzen. Und da fehlt ihnen einfach das Verhältnis dazu, zu sagen, eventuell wäre es sinnvoll, ihn schon vor der Kurve durchzulassen, weil in der Kurve schießt er mich weg. Und das ist so das, was den Leuten fehlt, glaube ich. Ich verstehe es einfach nicht, Mann. Hier ist genau dasselbe. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, naja, ich bin ja schneller, aber hat halt keinen Dunst, dass Zentren das jetzt macht und viel schneller ist als er eigentlich. Das ging jetzt zum Glück noch. Jetzt fährt er wieder vorne weg, ist natürlich schneller. What the fuck? Sein Ernst? Was ist das für ein Arschloch? Wow. Das kostet ihm doch auch. Mach doch Warnblinker an, der Drecksack. Bonus P4. Na dann mal los. Jetzt haben wir nur ein ganz kleines Problem, Chat. Der fährt Map 1. Ah, die haben ihren Splash and Dash ein bisschen vorgezogen. Ja, und die fahren mit 1, 100%.
Aber sie sollten dann ein bisschen ausgenudelte Reifen haben als wir. So hoffe ich es. Tja, hätten wir wieder die zwei Leute da nicht gehabt. Ja, damit Füße pushen haben und leer, hä? In der halb voll nur. Jo. Schade. Mal gucken. Und deswegen, liebe Kinder, auch wenn ihr gerne eure Position verteidigen wollt und ihr euer Rennen fahrt, das 2, 3, 4 Hundertstel sind schon entscheidend. Beste Beispiel, wären die beiden Leute nicht da gewesen, wären wir da easy dran vorbeigekommen. Ach man, die Menschen immer. Aber 38 Minuten vor Schluss, sie sind Platz 4 und 5. Nee, die kann ich nicht mitgehen, das geht nicht. Eine Sekunde beisammen. Ja, der fährt Map 1. Fahr einfach safe durch. Guck, was du machen kannst. Jetzt sind seine Reifen auch warm. Ha, Futi! Ich glaube, wir hatten heute noch nicht einen positiven Vorteil, der uns irgendwas gebracht hat. Ha! Erste Runde rausgeheatet worden. Zweimal. Eine Überrundung. Alle für den Arsch heute. Also nicht alle, größten. Also einige, sagen wir es mal so. P2 ist in der Box? Hä? Was? Warum? Hatten die einen Vorfall? Muss ja. Tatsächlich, die sind gerade in der Box gewesen. 17 Laps, 3. Dann haben die irgendwas gehabt. Oh oh. Und die sind noch nicht raus. Die sind noch nicht raus. Könnt ihr gerade mal ausrechnen, wenn ich einen Spritverbrauch von 4 Liter habe. Wie lang könnte ich jetzt fahren? Wie viel Sprit hast du noch übrig? 79 Liter, genau.
Alter. Ah, 79 Liter. Da komme ich auf 83 Liter. Ja, ein bisschen muss er noch sparen. Ein bisschen musst du noch sparen. Okay. Also du kannst so... du könntest jetzt 21 Minuten fahren. Das heißt, du müsstest jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde so machen. Scheiß AMG. Moinsen, Magga. Stuhlsen gifted A-Tier 1 Sub Turetzorox. They have given 116 Gift Subs in the channel. Ach so, du hast da ausgerechnet, sehe ich gerade, Crossheber. Ich verstehe das Ding noch nicht. Muss ich noch muten. Oh, sorry. Alles gut. Er kann sogar auf Map 1 durchziehen, maximal noch 2 Runden auf Map 2. Okay, mach mal 2 Runden noch auf, oder mach mal noch eine Runde auf Map 2 und dann kannst du den Rest Map 1 fahren. Okay, sicher. Mit In-Lab? Mit In-Lab. Du hast dann eine Runde Puffer. Okay. Außen ist noch mal jemand drauf gerappelt. Ja. Okay. Was ist denn bei denen los? Na, dann haben wir 6, 7, 8, 9, 10, 11 sind dann alle Essens. Boah, danke dir, AMG. Liter. Die letzten 30 kann er durchjacken. Sicher? Also laut der Rechnung von Corseva geht das ja. Also er könnte mit 79 Litern hätte er Map 1 35 Minuten fahren können. Ja, aber da kann ich eh nicht mitgehen. Das... Wenn du willst, probier's. Wenn du dich komfortabel fühlst. Ich fahre noch eine, zwei und dann fahre ich eins. Alright. Vielleicht spielt uns da ja nochmal was in die Karten. Irgendein Unfall oder sonst was. Passieren, Chat. In 30 Minuten kann noch eine Menge passieren. Ich meine, der Essen wurde komplett weggeheatet. Wie das passiert ist, I don't know, aber... Ja, Sachen sind passiert, aber Chat, was ich ja vermisse, holt mal eure Knarren raus. Damit der Benz vor uns nicht weiter wegkommt. Oh, da ist dreimal Verkehr. Bruder! Hä? Was habe ich jetzt verpasst? Ich habe gerade nicht hingeguckt, habe nach Sprit geguckt. Ich habe gerade in den Chat geguckt, deswegen
Irgendwie war er sehr nah an einem Auto dran. Okay, Map 1 ist drinne. Ja, kannst du machen, dann hau rein. Okay. Oh, unser Freund ist wieder da. Oder ist das ein anderer? Der Essen wurde vom BMW komplett weggepuntet. Nein, von dem 666 oder 666667? Kann ich nicht erkennen. Oh, von 6, okay, das sind die. Oh, so richtig volle Karawalle hinten drauf gefahren. Halleluja. Fuck. Und das am Ende, das wünschst du echt keinem. Ey, sowas wünschst du echt wirklich niemandem. Dankeschön. Das war der BMW aus dem Quali, ja. Richtig. Ja, mach ich auch gleich. Ungebremst, voller Rotze am Ende von Stahlziel. Irgendwie weiß ich nicht, beschleicht mich, dass das hier ein abgekatertes Spiel ist. Ich habe so das Gefühl, die Wettmafia ist hier irgendwie involviert in das Rennen. Also so weird. Wir werden zweimal hintereinander geblockt, so dass wir den Dings nicht einholen. Und vorne wird halt einfach weggepantet. Also kurz vor Ende. Ja, der Essen wurde komplett weggeeatet. Scheinbar. Aber halt auf brutalster Weise. Pedalausfall? Ja, aber dann kannst du ja trotzdem noch lenken. Also dann kannst du ja zumindest versuchen, wegzulenken. Hast du mal keinen Vorsatz unterstellen jetzt? Stuhls und Dizzy sind beide schon während des Rennens Bremspedal kaputt gegangen? Das stimmt, das ist richtig, ja. Ja, und wenn es gerade in dem Moment in der Anbremsspur passiert, bist du, glaube ich, dann erst in dem Moment überfordert und schaffst es, glaube ich, nicht mehr wegzulenken. Ja, obwohl, naja, doch, da ist ja noch genug Platz. Da könntest du irgendwie nach links oder versuchen nach rechts irgendwie. Da musst du ja erstmal reagieren. Naja, also bitte. Das sollte schon gehen. Oh, was ist jetzt passiert? Na toll. Weiß ich auch nicht. Ich schalte meine Klappe jetzt einfach. Ja, 15 Sekunden Schaden. GG, das war's. Wow. Für den kleinen Schnupser. Ich hab so einen Hals gerade. Fahr einfach, Fendrin. Komm. Wir bringen das jetzt noch nach Hause und dann ist der Samstag vorbei. Sekunden für diesen Stupser. Wollen die mich. Ach, egal, komm. Ja, Konzentration, alles klar. Ah.
Kann es vielleicht sein, dass es einfach nur der Sprit mit drin ist bei ihm? Was bitte? Dass die Nachtankenrechnung noch bei ihm mit drin ist. Oh. Ja, dass das gar keine 15 Sekunden vielleicht sind. Weiß ich nicht, kann sein. Bei 15 Sekunden müsste die Motorhaube klattern, oder nicht? Na, schauen wir mal. Könnte sein, dass du Sprit noch eingestellt hast, ne? Also vom Damage her. Der ist nachtanken. Dann hast du nicht 15. Nee, nee, alles weg. Oh. Und 13,6 Teil 8. Ja, wow. Oh. Was ist das für ein Rennen, Alter? Oh, ich glaube nächste Woche, Chat. Nächste Woche machen wir wirklich. Wie weit ist der andere hinter uns weg? Ich glaube, nächste Woche, Chat, machen wir wirklich mal, wie lasse ich mich überrunden? Da werde ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwen dazu holen, Stuhlsen oder irgendwen, und dann machen wir wirklich, wie überrunden, wie lasse ich Menschen überrunden? Wurde gestern und heute im Briefing erwähnt, nicht in den Kurven Platz machen. Ich verstehe es nicht. Das machen wir nächste Woche, Chat. Wir machen mal eine Lehrstunde. Der ist in der Kurve stehen geblieben. Ja, das darfst du ja eben nicht machen. Das sollst du ja nicht tun. Deswegen, ich predige das ja in jedem Rennen. Einfach auf der Geraden deinen Namen klatschen und kurz einen Millimeter vom Gas gehen, den anderen vorbeilassen, einreihen und fertig ist. Und dann ist alles beendet. Diesen ganzen oder Blödsinn. Oder halt einfach in der Anbremszone früher einfach 20 Meter vorher bremsen, dann kommt der andere auch locker vorbei. Beide verlieren kaum Zeit. Das, was die Leute immer versuchen, das können die halt im World Cup machen. Weil im World Cup, die wissen halt, was die da veranstalten, aber das funktioniert hier halt nicht. Ich verstehe nicht, ob sie bei vielen, also ich denke, einige sind Anfänger und haben einfach diesen Überblick nicht. Aber es kann halt wirklich nicht sein, dass du dich so, also wirklich, manche Leute lassen sich so weird überrunden, so unnötig und machen anderen Menschen damit das Rennen aber kaputt. Und das macht halt viel aus. Also man denkt aber so, dass eine halbe Sekunde nichts ausmacht, aber das macht unfassbar viel aus. Weil rechne mal die halbe Sekunde bei 20 Leuten hoch, wie viel Zeit das ist. So, jetzt sind wir gefickt. Jetzt können wir mit P3 können wir nicht mehr machen jetzt. Ist halt Feierabend, weil halt jemand in der Bremse, in der Kurve direkt auf der Bremse steht. Und der hätte halt einfach vorher lupfen können auf der Geraden. Einfach einen Millimeter runtergehen, fertig ist. Also wirklich, bevor jemand, also wenn ihr wirklich Anfänger seid, ne, das klingt immer super hart, aber setzt euch damit mal wirklich auseinander. Also fahrt mal mit euren Kumpels und geht das mal dann durch, wer wo wen überrunden lässt. Also Boxenstopp und wer wo man überrunden lassen kann. Das sind super einfache Übungen, die helfen dir aber, einen besseren Einstieg zu kriegen in Simracen. Weil Simracen ist purer fucking Stress. Wenn du nicht schnell bist, ist das richtiger Stress.
Also mit 200 Puls, schwitzen wie ein Schwein, aus dem Rhythmus rauskommen, weil du nicht weißt, was du machen musst. Und deshalb ich am Anfang zum Beispiel habe ich das auch nicht gemacht. Also heute wäre mir das, heute ist mir das egal. Aber so dieses Überrunden, Boxenstops, beim Fahren, deine Reifendrücke einstellen, das sind alles so Sachen, die kann man vorher mal üben, bevor man überhaupt in den Endurance-Rennen reingeht. Weil das nimmt dir unfassbar viel Stress weg. Weil je mehr du das nebenbei machen kannst, desto mehr kannst du dich auf das Fahren konzentrieren. Und aufs Fahren konzentrieren ist super wichtig. Ja, bis gleich. Das hat nichts mit Gentleman Racer zu tun, Gominator. Das ist einfach nur ganz einfache, simple Basics, Rennintelligenz. Mehr nicht. Wenn du auf der Geraden nicht Platz machst, sondern auf dem Pinsel stehst und hinter dir kommt P4 an und du bist, sage ich jetzt mal, P15 oder 16 oder noch weiter hinten, dann hat das ja schon seinen Grund. Das heißt ja, dass der Typ anders fährt. Außer du hast jetzt einen Unfall gehabt, das kann natürlich auch sein. Aber dann hat das ja seinen Grund. Und was die meisten aber auch immer nicht verstehen, es hat auch seine Vorteile, wenn du die Menschen mit weniger Stress durchlässt, weil du dich hinten ranhängen kannst und du kannst den Windschatten für eine halbe Runde oder mehr benutzen. So, aber wenn du so einen Quatsch machst hier und du fliegst ab, profitierst du selber davon halt auch nicht. Haben wir wenigstens noch die schnellste Runde? Nee, die ist auch weg. Wer hat die? Ferrari, ja? Kann ich dir gerade nicht sagen. Nevermind, fehlende Informationen haben wir noch. Ja? Ah, immerhin. Wir machen das nächste Woche mal, Chat. Wir machen mal nächste Woche Basics. So richtig mit Vorzeigen und alles. Machen wir einen Nachmittag. Irgendwie, weiß ich nicht, gegen 16 Uhr oder so. Gehen wir auf den Server mit irgendwem und dann machen wir mal ein paar Basics. Mach 17 Uhr, bin ich zu Hause. Hat noch einer Zeitwünsche? 18, 19 oder sonstiges? Wir machen sowohl, wie überrunde ich richtig und wie lasse ich mich überrunden. Dann machen wir Tanken, also Boxenstopps machen wir noch. Dann hat sich das Reinschwitzen eben wenigstens gelohnt. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ey, zumindest den Essen haben wir, also ich meine, das hat uns ein bisschen eine Karten gespielt, den Essen haben wir ja auch noch gekriegt. Ja. 3.27 Uhr wäre perfekt. 25 Uhr. Okay. Dann weiß ich nicht, wann machen wir das denn? Dienstag? Wollen wir das Dienstag machen, Chat? Dienstagnachmittag? Hab ich Dienstag was vor? Nee. Er holt aber auf, oder? Nee, alles gut. Ja, es gibt auch Wots, ja. Vielleicht machen wir da auch ein YouTube-Video draus. Mal gucken. Vielleicht machen wir da auch einfach ein YouTube-Video draus für die Nachwelt. Maga, kannst du nicht Map 1 fahren? Oder willst du nicht Map 1 fahren? Ja, es ist halt rutschig wie so auf dem Heck jetzt, okay, ne? Okay, ja, dann lass alles. Ich kann es mal probieren, eine Runde, aber ich guck mal. So, wieder da. BB. Danke. Ja, wir machen 16 Uhr, nee, 17 Uhr am Dienstag, Chat. 17 Uhr am Dienstag machen wir Basics. Rennfahreretikette. Oder Rennintelligenz. Nennen wir das erste Kapitel: Wie überrunde ich und wie lasse ich überrunden?
Ja, das würde was bringen, ready. Aber es ist halt stressig immer mit Wechseln hin und her. Ich denke, Rezzo, morgen werden wir Guardians of the Galaxy spielen, ja. Weil ich kann morgen nicht ganz so lange streamen. Ich werde, also ich bin nämlich eingeladen zu einer Halloween-Fete. Da möchte ich gerne dran teilnehmen. Also ich kann morgen so bis maximal 17 Uhr ungefähr streamen. Also würde ich sagen, machen wir morgen schön auf den Sonntag schön quatschen. Vielleicht gucken wir uns noch ein Video an. Und dann werden wir noch Guardians of the Galaxy spielen. Ne, die Doku haben wir noch nicht weiter geschaut. Das könnten wir morgen eigentlich machen, Erfrischungskeks. Verkleidest du dich als Hitman? Ne, ich habe noch keinen schwarzen Anzug. Ich glaube, dieses Jahr gibt es auch Hitman im blauen Anzug, Chat. Ne, wir spielen noch Guardians of the Galaxy weiter, Ericsson. Das ist echt ein gutes Game. Ich habe noch keinen schwarzen Anzug, da Wusa. Ey, so ein scheiß Anzug kostet 800 Tacken, Magga. Ich habe mir letztens einen Anzug gekauft. Für eine Festivität und für Opas Geburt. Das Ding kostet 800 Schleifen, Alter. Ich kann mir keinen Anzug von der Stange kaufen. Weil mein Kreuz so breit ist. Entweder trage ich einen scheiß Kartoffelsack. Oder ist zu klein und ich sehe da drin aus wie ein Baby. Ja, ich kaufe einen schwarzen Anzug, Chat. Ist ja gut, ey. Mann! Doch, Scarab. Ich habe das schon gesehen wieder, was da im Chat steht. Ich habe das schon gesehen. Dann gibt's aber keine Weihnachtsgeschenke, Chat. Sag ich euch gleich. Dann gibt's zu Weihnachten einfach nur dieses Jahr. Nicht mit PS4 und nicht mit Xbox. Nö, kannst du... Nö. Nö. Nee, ist nicht. Boah, nee, trag mal den Anzug mal wieder. Boah, ich bin so happy, dass ich ihn habe. Ich bin wirklich so happy, dass ich diesen Anzug besitze. Das ist das schönste Kleidungsstück, was ich je besessen habe in 36 Jahren Lebzeit. PS4? Na, ich krieg doch nirgendwo her eine PS5 zu Weihnachten. Hallo? Aber Geschenke. Wird er schon schön im Kleidersack aufbewahrt? Yes, der ist im Kleidersack, ja. Davusa, Dankeschön für 1337 Euro. Vielen Dank. Aber ein neuer Monitor für Xentren ist schon drin zu Weihnachten. Da müssen wir mal gucken. Ich muss mal Kassensturz machen. Ich muss mein Auto erstmal abgeben, Chat. Das muss nochmal in der Werkstatt. Mal gucken, was das kostet. Und ich muss noch Durchsicht machen lassen. Und danach entscheide ich das. Auto erstmal in der Werkstatt bringen, Durchsicht machen und dann entscheide ich das. Wie überbrückst du jetzt die Zeit zwischen den Autos mit einem anderen Auto?
Nee, meine Uhr brauche ich nicht neu. Ey, ich bin auf Sparflamme, Chat. Ich bin im Schwabenmodus. Lass mich im Schwabenmodus sein. Der ist auch mal schön, okay? Wenn du im Schwabenmodus bist, dann solltest du in eine Do-It-Yourself-Werkstatt gehen, den Ölwechsel selbst machen und Das darf ich abwischen. Das darf ich nicht. Warum darfst du das nicht? Weil es ein Leasingfahrzeug ist. Es ist ein Dienstwagen und der muss richtig in eine zertifizierte Werkstatt. Ja, okay, dann kannst du keinen Schwabenmodus machen. Ja, na, denn sonst würde ich schon. Der hätte ich ja schon alles gemacht. Das muss richtig eingetragen werden vom Händler, ansonsten gibt's Pau auf den Deckel. Oh, die Uhr Ericsson habe ich jetzt. Weiß gar nicht. Also der Akku gibt nicht auf. Die Uhr hat nur mit den ganzen Sportprogrammen und dem Pulsmessen sehr viel zu tun. Sport, die Zewiegel. So, aber ich gehe jetzt noch mal kurz, bevor wir das Ende erreicht haben, aufs Töpfchen. Komm. Genau, Chat, wiggeln. Wiggelt, was das Zeug hält, bevor ich hier einschlafe. Komm, die 7 Minuten hält die Kiste noch raus jetzt hier. Ah, locker flockig. Twitch Prime is not a crime. Cake Wiggle. Mich darfst du nicht fragen, was Seed bedeutet. Frag Stulzen. Stulzen! Schulzen, wenn man ihn mal braucht. Ja, ich würde auch sagen, einfach Yeet. Ey, what the fuck? Was macht der Lexus da? Hat er TC aus? Ja, der hat da fleißig Pirouetten gedreht. Warum auch immer. Ich habe eben nachgeguckt. Da war aber TC3 drin. Keine Ahnung. Richtig, das war für die Fans. Jetzt hat Dannhausen auch noch einen schlechten Ping. Hier gibt es ja, achso, du meinst das normale Safety Rating vom Spiel her? So wäre da. Really? Aber 4 Liter trinken ist nie eine gute Idee. Aber
Es läuft. Ja, das will ja auch irgendwann mal wieder raus. Junge, ich stehe morgens immer auf, ich habe so einen Druck auf der Blase, Junge, ich könnte mir jetzt eigentlich Bett pinkeln manchmal. Schwester, dein Auto hat stark geleistet heute, ja. Die haben sehr gut abgeliefert. Definitiv. Die waren sehr stark heute. Nee, das kriegen wir nicht hin. Okay. Nee. War nicht unser Rennen heute. Aber trotzdem P4. Das ist gut. Trotzdem. Trotz alledem. Trotz der 30 Kilo ist P4 gut. Und der mangelnden Vorbereitung. Muss man festhalten. Ich weiß immer noch nicht, wie deine Katze heißt. Da musst du mal in den Chat gucken. Da stand das schon zweimal drinne, Treibmike, Junge. Machst du mal die Klüsen auf, Mano. Wir sind P30 und 8 Laps zurück. Ach so, du bist gar nicht das Schwesternauto. Ups. Habe ich nicht gelesen. Na dann guck nochmal. Ausrufezeichen Katze. Die sind 15 Sekunden weg, ja. Wir haben aber auch 13 Sekunden Schaden. Wir hatten noch mal so einen freundlichen Kontakt. Ich glaube, ohne Schaden könnte ich sogar noch eine Bestlap hinmachen jetzt. Also vom Einlenken her geht's eigentlich voll klar. Nur das Heck ist irgendwie total instabil auf einmal. Seit dem Crash. Ja, fahr P4 nach Hause. Ja. Das ist das Beste, was wir rausholen konnten heute, denke ich. Ja, das stimmt. Ist eine starke Leistung, trotz alledem. Die Balance ist halt komplett RIP. Der Spieler ist wahrscheinlich komplett im Arsch. Ich freue mich auf Spar. Oh, bitte, ey. Bitte keine Gewichte auf Spar, Alter. Bitte. Bitte. Also eigentlich müsste der Benz und zwar deutlich niedrigere Gewichte bekommen, weil er nicht so gar gut ist. Gar keine. Ja. Und der Aston halt 40 Kilo. Also wenn wir welche kriegen, dann müssen wir wirklich frühzeitig daran arbeiten. Weil Orange, ja. Alter, ist schon ohne Gewicht Krimi. Richtig. Der AMG hatte in der Sprintliga Chicken Flag 0 Kilo Zusatzgewicht. Auf Spar? Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Danke, Juma, für die Info. Ja, oder wir müssen halt am Setup was machen, weil sonst kriegst du den Orange nicht hoch. Ganz vergessen. Also zumindest nicht schnell genug. Und dann ist er auf der Geraden durch Map 2 wieder total für den Arsch. Kann der AMG ohne Gewicht 65 Minuten fahren? Nee, eben nicht. Deswegen ist dieses Zusatzgewicht ja eigentlich Käse, weil der halt sich selber schon in einem Endurance-Rennen nervt. Alleine. Aber ey, ist wie es ist. Ist wie es ist. Vorletzte Runde. Ja, aber wenn jetzt nichts mehr passiert, kommt er nicht ran. Jetzt war's dann.
Das ist die Frage, ob man mit Web 3 überhaupt 200 km/h fahren kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß können nicht. Wir überhaupt Rouge hochkommen? Mit Map 3? Ja. Wir kommen, glaube ich, mit der Outlap genau auf 0. Outlap dann ganz entspannt mit Map 3 ja, fahren. Ja, Map 3 auf jeden Fall, ja. Mit 30 Rouge hoch, ja. Fliegt man wesentlich ab. Das ist so schon ein Krimi mit dem Mercedes, Alter. Und den hier Campbell Straight kannst du total vergessen. Das Auto ist so langsam. Also wenn wir da wirklich Zusatzgewicht kriegen, na dann moin, Alter. Also dann ist wirklich moin. Unser Schwesternteam ist gerade in der Parabolika. Die haben es auch gleich geschafft. Oh, ja. P2, nice. Ja, der FIFA hat es geschafft, ja. Ganz, ganz starke Leistung von den Jungs. Wirklich, ganz starke Leistung. Naja, GG. Der drin ist nicht so zufrieden. Ja, durch den Schaden jetzt, ne? Naja, klar. Das ist halt das mögliche P. Was ist der Weber gerade noch für eine Zeit gefahren? 1,47, 9 und 2,2. Okay. So. Noch 3,1 Liter jetzt. Ja, geht sich locker aus. Na ja. Die Beschleunigung im Map 3. Da geht gar nichts. Fantastisch, ja. Da ist aber gar nichts drin. Fühlt sich auch wie Map 2. Tja, Fazit, nächstes Mal müssen wir einfach ein bisschen besser vorbereiten. Also müssen wir im Setup was machen. Da ist unser Schwesternteam. Starke Leistung, P2. Ja, starke Leistung, ey. You